Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oblivion. Ja, ich weiß, wir haben jetzt eine Weile lang nichts gemacht. Das lag aber auch daran, dass ich Umzugsstress hatte. Und es geht ja auch momentan noch weiter. Momentan habe ich auch ein freies Wochenende. Das ist mein erstes freies Wochenende seit Wochen. Und deswegen spielen wir ein bisschen Oblivion und gucken mal, was passiert ist. Und bitte nicht, nein. Halt, ihr habt gegen die Gesetze verstoßen. Zahlt die Geldstrafe. Eins! So schade aber auch. Ich hatte gehofft, ihr würdet euch eurer Festnahme widersetzen. Also gut. Ja, ich habe, glaube ich, aus Versehen irgendwas geklaut. Ich glaube, das war's. Es ist ein bisschen tragisch. Ich zahle lieber ein Stück Gold. Hi. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Als irgendwas zu verlieren. Der Prophet. Er predigt in Anvil. Er schien direkt nach dem Angriff auf die Kapelle dort. Klingt nach dem üblichen Weltuntergangsquatsch. Ja, Weltuntergangsquatsch. Lebt wohl. In Quatsch. Das ist lustig. In Quatsch ist es ganz ausgebrochen, deswegen Weltuntergangsquatsch. Versteht ihr? So, was hatten wir vor? Vampirismus, ne? Vampirismus, dafür brauchten wir Seelensteine. Ja, kommen wir zu dem Problem. Wir brauchen Seelensteine. Ich würde glatt sagen, wir gehen auf Erkundungstour. Und versuchen, leere Seelensteine irgendwie zu finden. Was anderes fällt mir derzeit nicht ein. Wir müssen das nämlich irgendwie noch loswerden. Ich würde es gerne diese Staffel noch schaffen, ansonsten wird es halt nächste Staffel unser Problem. Das war ein Fisch? Muss wohl eine Art Bergfisch gewesen sein. Das kann ich mir das nicht erklären. Aber, Freunde, ich habe ihn zurück ins Wasser gebracht. Also, er ist wieder glücklich. Er ist zwar tot, aber glücklich. Er war für eine Sekunde glücklich, sagen wir es so. Glückliche Fische isst man doch am besten, am liebsten, ne? Gut, ich würde sagen, wir gehen da hinten rein. Das Problem ist überhaupt, leere Seelensteine zu finden. Weil die meisten, die man findet, sind halt voll. Ich glaube, man kann die auch irgendwo kaufen, aber ich wüsste nicht wo, außer bei der Magiergilde. Und da waren wir ja schon zu Besuch und haben geguckt. Vielleicht irre ich mich auch. Ja, nimm halt einfach gar keinen Schaden. Ist okay. Wieso habe ich so viel Schaden eingebüßt? Er hat schon echt einen guten Bogen. Läufst du jetzt weg? Ja, ist gut, Kleiner. Ist gut. Ich hab's verstanden. Du bist ein Wolf und du hast Hunger. Ich auch. Deswegen fresse ich dich gleich. Na, warte. Wo ist er denn? Ja, zum Glück kann ich wenigstens erahnen, wo er ist. Wegen der Aura. So, Wolfsfell. Toll, wie soll ich Wolfsfell fressen? Super. Da droht man ihm an, ihn zu fressen, weißt du, dann kriegt man Wolfsfell. Naja. Gut. Seelensteine. Vielleicht hätte ich das mal googeln sollen oder so. Ist hier irgendwas in der Nähe? Wir kommen nämlich Richtung Höhle. Wanderbeckenhöhle. Ah ja. Nimm dies! Mein Schaden hält sich ein bisschen in Grenzen, ne? Oh, das ist zu zweit, cool. Dann, Go, Kleiner, go! Mach sie kaputt! Und dann währenddessen trainiere ich meinen Bogen. Die visieren nur mich an! Geilo. Ja, jetzt kommt er her. Huh? Wow, 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 okay, der ist wild geworden. Ich glaube, wir sind beide wild geworden. Ich sehe hier absolut gar nichts in den Büschen. Oh, er ist tot, er ist tot.
Ich bitte dich, bitte. Oh Gott. Wieso machen die alle so viel Schaden und nicht so wenig? Ich spiele auf normal, verdammt. Nein, was tue ich denn? Oh Gott. Oh Gott, ich bin tot. Hallo? Aha. Okay, die sind immer noch zu zweit. Du bist doch kein Bogenschütze, wieso bist du voller Leben? Wieso sind die voll live? WTF? Nö, ich bin hier weg. Oh Gott, ich bin tot. Oh, ich hab noch ein Kleid an. Oh, ist das bitter. Okay. Mir fällt nichts anderes ein. Oh Mann. Das hast du davon Double X, mir zu sagen, ich soll andere Sachen anziehen. Schnelligkeit, Unterwasseratmung, okay. Wie wär's, wenn wir nach Bravil gehen und da mal zur Magiergilde? Und dann gucken, ob ich habe keine die Magiergilde mir ein bisschen was verkauft. Ich fasse es nicht, dass ich hier richtig aufs Maul kriege von allem und jedem. Ich kann gar nichts mehr platt machen. Gar nichts. Warlock's Luck, da wollen wir nicht hin. Gibt's überhaupt eine Magiergilde? Eigentlich muss es in jeder Stadt eine Magiergilde geben, ganz ehrlich. Oh, Magiergilde, wie seid ihr? Hä? Erstmal die Tür schließen. Das sieht doch ziemlich magiermäßig aus, oder? Ich hab die hier irgendwo gesehen. Hundertprozentig waren die hier irgendwo. Da kann ich nur übernachten. Ich fühle mich verarscht. Okay. Dann gehen wir zu Leavin. Da werden wir wohl fündig werden, oder? Ich hoffe doch. Was bist denn du? Oh, Aloe Vera. So. Hier haben wir eine Kirche. Hier kann man überall nur schlafen. Das sieht mir Magiergilde-mäßig aus, oder? Nein. Ich begreif's nicht. Ich hätte schwören können, in jeder Stadt gibt's eine Magiergilde. Vielleicht bin ich einfach nur zu blöd oder ich sehe es nicht oder keine Ahnung. Hallo. Was wollt ihr? Die Magiergilde. Verdammt. Lebt wohl. Gehen wir doch einfach mal hier hoch. Was haben wir da? Das hier sieht mir nicht nach Magiergilde aus, oder? Nein, das ist die Kämpfergilde. Magiergilde, ja. Okay, alles wird gut. Was habt ihr für Neuigkeiten? Ich habe vor ein paar Tagen eine Schlammkrabbe gesehen. Einen wunderschönen guten Tag. Eklige kleine Was Tiere. Habt ihr für Neuigkeiten? Ich kann den Anblick Gerüchten zufolge versuchen die Nord ganz Solstheim. Ist das schön, grausam, euch zu sehen. Ja. Mein Name ist Agatha. Ich bin hier in Leavin die Verantwortliche der Gilde für die Aufladung magischer Gegenstände. Für die Aufladung. Haltet eure Magieausrüstung immer aufgeladen. 1170. Ach, scheiße. Normalerweise kann man die aber nicht, ne? Das ist das Problem. Schönen Tag. Seid gegrüßt, Kind. In der Magiergilde liegt eure Zukunft, glaube ich. Ich habe es gesehen. Ihr solltet über einen Beitritt nachdenken. Wenn ich hier meine... Mögt ihr immer...
Seelensteine bekomme, komme ich bei euch rein. Okay, versprochen. Seht euch vor. Da unten schläft nur jemand. Hier ist eine sehr leichte Truhe. Ich wette, die meisten Seelensteine, die sie haben, sind einfach befüllt. Manche Leute berichten von Begegnungen mit Goblins in dieser Gegend vor gar nicht langer Zeit. Ich kann diese Dinger nicht ausstehen. Abscheuliche Kreaturen. Ich hoffe, ich begegne nie wieder einer. Gute Weiterreise. Biografie Baron Zia, ja super. Oh Mann, Leute. Das Drei Schwestern ist ein nettes Lokal, aber diese Shuravi ist ziemlich griesgrämig. Ich glaube, so, mal kurz trinken, ne? Ab und zu muss man ja fit werden. Schwestern wirklich nicht. Euer Hunger auf Blut ist gestillt. Für den Augenblick. Zu mögen. Gut, und jetzt reden wir mit der Person. Man sagt... Verzeihung, seid ihr vielleicht ein Abenteurer? Könntet ihr mir dabei helfen, etwas für meine Kristallsammlung zu besorgen? Was habt ihr euch vorgestellt? Immer gerade heraus, wie? Gut, das gefällt mir. Ich suche nach einigen Kristallen, die Garidans Tränen genannt werden. Wenn ihr diese Objekte für mich auftreiben könnt, werde ich euch großzügig für jedes einzelne davon entlohnen. Mit Seelenstein? Gewiss, bitte fahrt fort. Wunderbar! Von dem Moment an, in dem ich euch sah, hatte ich ein gutes Gefühl bei euch. Ich möchte, dass ihr mir so viele von Garidans Tränen bringt, wie ihr nur finden könnt. Dann werde ich euch eine angemessene Summe Goldes für jede einzelne zahlen. Ich gestehe, ich habe eine Schwäche für magische Kristalle. Ich muss sie einfach für meine Sammlung haben. Denkt daran, dies ist eine persönliche Angelegenheit, nur zwischen euch und mir. Die Magiergilde hat nichts damit zu tun. Okay, okay. Garidians Tränen. Und sie werden nicht einfach nur so Tränen genannt. Es sind buchstäblich die erstarrten Tränen eines Ritters mit Namen Garidans Dalruz, der vor vielen Jahren lebte. Ich weiß nicht genau, was mit dem Ritter passiert ist und warum die Tränen erstarrt sind, aber ich kenne da jemanden, den ihr fragen könnt. Geht zu Julien Fanis an der geheimen Universität in der Kaiserstadt. Sie leitet dort das Alchemie-Hauptquartier. Wenn irgendjemand euch mehr über diese Kristalle erzählen kann, dann sie. Okay. Dann gehen wir da doch glatt mal hin. Sichere Reise. Gut, dann haben wir wenigstens was zu tun, währenddessen wir nach Seelenstein suchen. Geheime Universität. Müsste auch langsam wieder Tag werden bei der ganzen Marscherei, die ich da jetzt mache. Ja. Sprecht. Lass mich in Ruhe. So, ja, kennen wir Tränen da. Das heißt, sind buchstäblich Tränen. Ja, ja, gut, okay. So, Questmarkierung führt hier rein, ne? Ja. Hey, du. Wie kann ich euch helfen? Handeln. Was darf ich euch anbieten? Seelensteine. Große leere Seelensteine, bitte. Garadians Tränen. Ihr seid nicht die erste Person, die danach sucht. Eine ziemlich bemerkenswerte Sache, wirklich. Ich weiß ein wenig darüber. Bitte keine Märchen. Wo kann ich die Tränen finden? Oh, sehr gut. Kein Grund, grob zu werden. Wenn ihr die Tränen finden wollt, solltet ihr ein Buch mit dem Titel Ritteruntergang lesen. Darin findet ihr vielleicht hilfreiche Informationen. Wo kann ich dieses Buch finden? Ich glaube, als ich das letzte Mal in der Erstausgabe im Marktviertel war, habe ich dort ein Exemplar gesehen. Okay, dankeschön. Besucht mich doch später noch einmal. Sind die voll oder leer? Überbringt Strassa meine Grüße. Sind die voll oder leer? Verdammt. Wie geht's? Immer noch kein Glück, wie? Bitte gebt nicht auf. Was für Glück. Okay, folgendes. Lebt wohl. Ich werde abspeichern. Ist mir scheißegal. Ich gehe jetzt hier rein.
und gucken, ob die leer sind. Nein. Ja, das ist schon mal gut. Ja. Immer schön Konzentration Zero. Ah, Gott. Ja. Okay. Das kommt, wenn man 2 Wochen nicht gespielt hat, Freunde. Da war es gerade. Shit. Ja. Das war's doch! So. 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 Ja. Hallo, ich grüße euch. Was? Großer Seelenschein. Seid gegrüßt, Zauber. Die legt das zu. Haltet auf der. Verdammt. Der Fest aber wieder setzen. Ist mir egal, ich laufe jetzt weg. Scheiße, gut ausgehen. So, gucken wir mal, was wir da haben. Ich habe ja sowieso gespeichert. Große Seelenstein. Da, geklaut. Groß. Okay, da ist ein leerer großer Seelenstein drin. Okay. Größerer Seelenstein. Aber ich brauche große wahrscheinlich, ne? Gut. Weiß ich Bescheid. Loaden. Okay, wir wissen, dass da ein leerer großer Seelenstein ist. Guck ruhig ein bisschen freundlicher. Willkommen zurück in der Universität. Keiner mag mich. So. Okay, einen großen Seelenstein wissen wir, wo der ist, aber ich... Oh, the Warlock's Luck. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Ich bin dran vorbeigegangen. Oh, da hätte ich bestimmt Seelensteine kaufen können. Aber es gibt es bestimmt hier auch in der Kaiserstadt, ne? Muss es geben. Es muss es geben. Marktbezirk. So. Ah. Shit. Nein. Oh Gott. Ah! Super, ey. Ah, da kommt man gerade vom Essen wieder, schon ist es Tag. Hallo. Ich hoffe, ich kann behilflich sein. Wenn du, Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Wagen zeigen? Große Seelensteine, dann kannst du mir sehr behilflich sein. Ich brauch nur Seelensteine. Oh Gott, da sind Seelensteine drin. Okay, aufbrechen kann ich es umsonst. Nur klauen darf ich sie nicht. Okay, das war 1. Konzentration 0. 2. Ach, come on. Das regt mich jetzt schon wieder auf. Okay. Sehr gut. Shit, da war's. Großer Seelenstein. Wie machen wir das jetzt? Erstmal speichern wir. Ja, er sieht mich nicht. Ich will doch nur die Seelensteine. Okay, wir gehen jetzt mal hier hin. Dann wird er uns verfolgen. Und solange wir hier noch rumlaufen, ist gut. So, gucken wir mal hier überall rein. Super, dafür habe ich Dietrich verschwendet. Der hat hier eigentlich nichts, ne? Keine großen Seelensteine. Einkaufsliste, neues Hemd, Stiefel, Besen, 2 Gabeln. Irgendwie immer dasselbe. Flugblatt.
Die Nordlandstallungen züchten die besten Füchse in der Gegend. Wer setzt sich schon auf einen Schecken oder einen Braunen, wenn er einen Fuchs von Nordlandstallungen reiten kann? Ein Fuchs reiten? Nordlandstallungen. Da will ich auch hin. Ich will auch einen Fuchs reiten. Sag mal, fuchst du mich nicht, oder was? Da kommt er jetzt. Wenn er mich nicht sieht, folgt er mir. Verdammt. Willst du mir damit sagen, dass du mich hier in der Ecke nicht siehst? Wie komme ich da jetzt ran? Also wenn er mich nicht sieht, kommt er zu mir. Wie willst du mich da denn sehen? So, hilf. Ist mir jetzt egal, ich nehm's einfach. Ich nehm's einfach, widersetz mich dann dem Dingenskirchen, sondern ist gut. Aber ich habe jetzt erstmal gespeichert, nur um zu gucken. Erstmal nur gucken. Zwei große Seelenstände, die leer sind. Okay, damit haben wir insgesamt drei gefunden. Dieb, damit kommt ihr mir nicht davon. So, was haben wir hier noch? Rede mit mir schnell! Was kann ich für euch... So, handeln. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Seelensteine, bitte. Ich sehe nur kleine Seelensteine. Weil die sind doch verdammt teuer. Auf jeden Fall die gefüllt sind, sind teurer. Okay, gut zu wissen. Das heißt, wir müssen diese Läden hier abklappern und dann finden wir welche. Theoretisch brauchen wir nur noch zwei. Nö? Ne? Beschütz mich. Auch ihr. Hallo. Hast du die Wachmann gesehen? Was wollt ihr? Große Seelensteine. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Großer Seelenstein. Oh, leer. Das ist ein gutes Angebot. Kommt wieder und... Jetzt habe ich fünf. Ich komme hier nicht weg. Ja! Halt! Ja. Okay. Dann... Okay, ist gut. Gut. Wir gehen jetzt und kaufen uns Seelensteine. Das ist der Plan. Und dafür brauchen wir... mystische irgendwas, okay. Bitte fahrt fort. Kaufen. Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Oh, vier Stück hat er jetzt plötzlich. Sehr schön. Kaufe ich alle, ja. So, dann will ich noch ein bisschen was verkaufen. Ich habe nichts zu verkaufen, ne? Es war mir ein... Wir brauchen noch einen großen Seelenstein. Oh mein Gott. Ich muss jetzt kurz schlafen gehen. Sonst kriege ich ein Problem. Mittlerweile viel gefährlicher geworden. Wiedersehen. Leb wohl. Das Blöde an der ganzen Geschichte ist, wenn ich schlafen gehe, dann... Hallo. Ach Mann, da sind die Läden geschlossen. Ich dreh durch. Vielleicht solltest du vorher ein Zimmer kaufen, Zero. Ist vielleicht eine gute Idee. Halt, was wollt ihr? Ein Zimmer. Ich hab... Nein. Treppe hinauf, habe ich gelesen. Danke. Seht euch vor. So. Das heißt, wo hatten wir den gesehen? Unten, ne? Das dürfte doch reichen. Vielleicht ist der Laden ja noch offen, wer weiß. So, kriege ich Schaden? Nein, perfekt.
Okay, hier in Leerwin hatten wir einen gesehen, ne? Ich verliere kein Leben. Ach, ich hasse euch, ey. Ah, diese Krankheit, die bringt mich gerade so auf. Ich will doch nur in Ruhe reisen. Was ist denn daran so schwer? Dann muss ich da gleich in Leerwin erstmal eine Behausung suchen. Ach, Gottes Willen. Ah. Mach mich auch in Stress. Aber gut. Suchen wir uns mal eine Behausung und dann da haben wir doch schon was. Obwohl, wir sollten erstmal gucken, ob das, was wir suchen, auch hier ist. Bevor wir jetzt schlafen gehen und dann nochmal schlafen gehen und dann nochmal. Es wäre ein bisschen ungünstig. So, wenn ich so ein Laden wäre, wäre ich in der Nähe von der Magiergilde. Gab es hier eine Magiergilde? So, Waffen. Bücher. Gott. Ich will doch nur die Krankheit loswerden. Was ist denn daran so schlimm? Ja, anscheinend gibt's das hier nicht. Obwohl, hier muss es auch so einen kleinen Marktbezirk geben. Rein theoretisch. Ich darf nicht mehr springen, Leute. Ich darf nicht mehr springen. Ich mache mich immer schwächer. Mit jedem Sprung werde ich schwächer. Das ist so banal. So, ach, hier sieht das doch richtig aus. Da hinten sehe ich schon mal ein Verkaufsding jetzt gegens. Solange wir keinen Schaden bekommen, können wir noch schnell reisen. Das ist nie ein Wurz. Nein, jetzt sind wir mal im Kreis gelaufen. Gut, schnell reisen. Wo waren wir noch gewesen? Braviel, ne? Braviel, glaube ich. Braviel. Gucken wir mal in Braviel. Ist alles in Ordnung? Nein, ich bin am Sterben. Ihr seht krank aus. So, hier war es doch irgendwo. Weiß aber nicht mehr wo. Ah! Hören wir uns das einmal an. Ich hab's gefunden. Ja, bitte verkauf mir einen großen Seelenstein. Bitte. Hi. Was? Großer Seelenstein. Was darf ich euch anbieten? Obwohl ich auch nachts wo einbrechen hätte können, ne? Jetzt ist zu spät. Du verkaufst keine Seelensteine? Auch ihr. Kleiner Seelenstein. Das ist ein kleiner Seelenstein? Okay. Warum verkaufst du keine Seelensteine? Was ist nicht in Ordnung mit dir? Was wollt ihr? Was ist nicht in Ordnung mit dir? Wir verkaufen nur vom Besten. Was darf ich euch anbieten? Nur vom Besten. Ich meine, Seelenstein hast du. Kriegst du mich auf, du? Auch ihr. Würde ich am liebsten schon wieder auf meine Liste packen, ne? Aber ihr habt mir gesagt, ich soll nicht zu viel draufpacken. Ich bin am Arsch. Was geht hier vor sich? Was wollt ihr? Was macht ihr? Trinken? Anscheinend sehr viel trinken. Hör auf, um aufzutrinken. Wiedersehen. Du? Was kann ich für euch tun? 2 Skobasäufer, ich sehe schon. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch viel Spaß. Gut, dann, ja. Gehen wir auf die große Suche, würde ich sagen, ne? Der letzte Seelenstein. Ich könnte irgendwo einbrechen und den klauen. Und ich glaube, ich mache das auch. Ich glaube, ich mache das echt. Dann brauche ich aber erstmal ein Schlafzimmer.
Oder wir gucken mal kurz hier rein. Vielleicht verkauft er auch Seelensteine, was ich stark bezweifle. Hier könnt ihr... Kann ich euch etwas von meinen erstklassigen Waren zeigen? Oh! Nein. Lebt wohl. Allgemeiner Seelenstein, allgemeiner Seelenstein. Allgemeiner, allgemeiner. Wir brauchen was Großes, Dude. Was Großes. Nicht deine kleinen, mini, winzig, kleine Dinger, Viecher. Gut, gehen wir schlafen, was soll's sein. Bitte fahrt. Gib mir ein Bett. Ich hab. Ja. Wohl an. Treppe ihn auf, okay, danke. Auch ihr. Ein einziger Seelenstein fehlt mir noch. Was? Ich will da nicht einbrechen. Gut, dann schlafen wir mal wieder bis abends. Und ich würde sagen, ja, wir haben jetzt ziemlich viel Zeit hier verbracht mit Seelensteinsuche. Morgen finden wir definitiv den nächsten Seelenstein oder vielleicht heute schon. Kann gut sein, dass ich Doppelfolgen in der nächsten Zeit raushaue. Einfach nur, weil ich sonst mit meinem Zeitplan nicht hinterherkomme. Wegen The Escapists, weil The Escapists und dann The Escapists 2 und ich wollte das gerne zum Release machen und das geht halt nur, wenn ich halt rechtzeitig anfange mit The Escapists. Freunde, wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder und dann werden wir bestimmt geheilt oder gleich. Haut rein, euer Zero. Tschüss.